Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute die Sonntagsgedanken am Palmsonntag aus der Christuskirche in Schwelm. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenpsalm, der über dieser Woche vor Ostern der Karwoche steht, sind Verse aus dem Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete zu dir, Herr, in der Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Bilder, die sind für mich irritierend. Da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich jetzt in der schönen, zunehmend warmen Frühlingssonne durch unsere Schwelmer Fußgängerzone gehe, da stimmt etwas nicht. Die Straße ist menschenleer. Niemand sitzt in Cafés. Irritierend. Später werden wir sofort uns erinnern, ja, das war die Zeit der Corona-Krise. Natürlich, da war alles anders. In dem Evangelium für den heutigen Palmsonntag begegnet mir so etwas auch. Ein Bild, an dem etwas nicht stimmt. Vielleicht haben Sie das selbst in Erinnerung. Der Palmsonntag, das mit diesen Palmen. Jesus zieht in Jerusalem ein und Leute laufen ihm entgegen, jubelnd, Palmzweige schwenkend. Und Jesus sitzt auf einem Esel. Klar, ich habe mich an dieses Bild gewöhnt irgendwie, aber trotzdem, wieso ein Esel? Das passt doch überhaupt nicht. Ich lese Teile aus dieser Geschichte im Johannesevangelium im 12. Kapitel. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Was für Erwartungen des Volkes, die Jesus da entgegengelaufen kommen. Großes hatten sie von ihm gehört. Zuletzt soll er sogar einen vom Tod auferweckt haben, Lazarus in einem Vorort von Jerusalem. Das musste doch der kommende König sein, der Messias, auf den man schon so lange wartete. Der, an den so große Erwartungen geknüpft sind. Der, der endlich Schluss macht mit all der Ungerechtigkeit, mit dem Besatzungsrecht der Römer, das mehr Unrecht als Recht war. Einer, der aufräumt. Und einem solchen Sieger, das ist in der Antike so üblich, in vielen Texten belegt, huldigt man mit Palmzweigen. Und Jesus? Er erlebt diese Szene, wie sie ihm erwartungsvoll entgegenkommen und wie ein Prophet, der eine Zeichenhandlung vollzieht, ergreift er den nächstbesten Esel und setzt sich darauf. Nicht das hohe Ross des Siegers, nein, der Esel, das einfache Lasttier, das Lasttier der kleinen Leute, bereit, Lasten oder auch Menschen durch die Gegend zu tragen. Und diesen Esel findet Jesus und setzt sich darauf und erfüllt damit ein altes Prophetenwort, wie es um den König Israels bestellt sein wird.
Ein König anders als die Siegertypen, der nicht die Menschen vom hohen Ross herab ansieht, sondern ihnen gleichsam auf Augenhöhe, eben als Friedenskönig, entgegenkommt. So geht dieses Bibelwort aus dem Alten Testament weiter. Dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Und dann steht da noch ein Helfer und wörtlich in dem alttestamentlichen Text nicht der Helfer, sondern einer, der auf Hilfe angewiesen ist. Das scheint alles nicht zu passen zueinander. Aber Jesus macht das ganz bewusst so. Wie schnell kehren sich die Erwartungen der Menschen um? Wie schnell wird aus dem begeisterten Hosianna ein Kreuzige? In der nächsten Woche, in der Karwoche vor Ostern, die auf Karfreitag zugeht, werden wir in den Texten davon lesen und hören. Jesus, der Friedenskönig. Jesus, nicht der, der auf den Tisch haut. Nicht der, der vom hohen Ross herab urteilt, sondern einer, dessen Lasttier der Esel ist, der bereit ist, mir Lasten abzunehmen, der an meiner Seite ist. Irritierend findet das später im Prozess auch Pilatus, wenig da nach unserem Text wird im Johannesevangelium davon erzählt. Du bist ein König, sagt er zu dem, der da gefoltert mit der Dornenkrone vor ihm steht. Ja, antwortet Jesus, ich bin ein König. Ich bin dazu in die Welt gesandt, dass ich von der Wahrheit zeuge. Die Wahrheit, dass Gott anders ist, als wir uns das oft vorstellen. Dass Gott nicht von oben herab uns Menschen ansieht, nicht vom hohen Ross, sondern dass er an unserer Seite bleibt, dass er keine andere Macht kennt als die zerbrechliche Macht der Liebe. So kommt Jesus als Friedenskönig, diesen Gott uns zeigend, einer, der nahe ist, einer, der an meiner Seite bleibt, einer, der da ist, auch in den Krankenhäusern jetzt, wo Menschen um ihr Leben kämpfen, wo Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger das Möglichste tun, um Leben zu retten, oft bis an oder weit über die Grenzen der Belastbarkeit. Er ist da, in den Altenheimen, wo jetzt Menschen schrecklich isoliert sind, die doch sowieso oft unter Einsamkeit zu kämpfen haben. Er ist da, wo Menschen sich Sorgen machen, um ihr Leben, ihre Gesundheit, aber auch um ihre Existenz. Was soll denn werden jetzt, wenn kein Geschäft mehr offen haben kann, für die, die selbstständig sind, für die, die jetzt nicht mehr arbeiten können? Er ist da, auch in den Familien, in beengten Wohnungen, denen die Decke auf den Kopf fällt, wo schon jetzt die Kinder nicht mehr wissen, was sie denn tun sollen. Er ist da. Er bleibt an unserer Seite. Unser Text, dieses Evangelium vom Palmsonntag, vom Einzug Jesu in Jerusalem, endet damit, dass seine Jünger das alles nicht begreifen. Erst später, nach seiner Auferstehung. Dass dieser König der ist, der unser Leiden mitträgt, der selber einen Weg des Leidens geht, der ihn in den Tod hineinführt, aber der dann am Ende als der Auferstandene uns allen sagt, hab keine Angst, du bist niemals allein. Nichts und niemand kann dich von mir, kann dich von der Liebe Gottes trennen, die in mir verbürgt ist. Das sollst du wissen, vergiss es nicht. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Amen. Und Bäume gehen ganz neu.
Lasst uns noch miteinander beten. Guter Gott, du bist da. Das dürfen wir glauben. In den Dunkelheiten unseres Lebens bist du nah. Du siehst auf mein Leben nicht vom hohen Ross herab, sondern als der König, der den Esel als sein Reittier wählte, um mir die Last abzunehmen, um bei mir zu sein, in aller Unsicherheit, in der panischen Angst, die ich manchmal nicht loswerde, in allen Sorgen um die Zukunft. Wir bitten dich, sei allen nah, die das jetzt besonders nötig haben. Lass sie in ihrer Einsamkeit, in ihrem Kampf um das Leben spüren, du bist da. Gemeinsam dürfen wir dich anrufen als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin miteinander im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen.